Lukas Franke ist ein junger Familienvater, der eine wichtige Position im Hotelmanagement hat. Dort arbeitet. Er ist ein junger, bescheidener Mann mit einer wunderbaren Frau. Ich liebe dich. Happy Birthday. Und führt ein sehr ausgeglichenes und stilles Leben. Und am nächsten Tag wird Lukas Franke gehackt. Was machen Sie da? Wenn dieser ganze Bereich irgendwie angegriffen wird, kämpft er halt einfach darum, das zu sichern und auch seine Familie zu schützen. Und deswegen ist es für mich total nachvollziehbar, dass jemand halt sich auf die Suche begibt und sagt, ey, ich muss denjenigen finden, der mein Leben zerstört. Glaubst du, die nehmen mich ernst? Ich regel das selber. Das ist keine gute Idee, Lukas. Wir wissen noch gar nicht, was das für ein Typ ist. Vertrau mir einfach, bitte. Ich mach das schon. Ich liebe dich. Eine sehr spannende Thematik, weil Datenschutz und Datenraub heutzutage natürlich auch allgegenwärtig ist. Und oftmals sieht man sich auch konfrontiert mit sich selber, weil man halt weiß, oh Gott, was wäre, wenn mir das passieren würde? Wie würde ich damit umgehen? Was ist, wenn mir keiner glauben würde? Wahrscheinlich kommen mir gleich die Bullen vorbei. Aber egal, was die dir sagen, ich habe niemanden umgebracht, okay? Es ist eine Serie, die den Zuschauer sehr abholt in seiner Lebenswirklichkeit. Das war uns auch wichtig, hier nicht eine fiktive Welt zu erzeugen, die man vielleicht nachvollziehen kann oder eben auch nicht. Es geht natürlich in allererster Linie mal um jeden Zuschauer und um all die Daten, die er als Fingerabdrücke, Spuren in der Welt hinterlässt. Und man kennt den geflügelten Satz von vielen Leuten im Freundeskreis, die sagen, ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Und genau das mal aufzunehmen und zu sagen, naja, selbst wenn du nichts zu verbergen hast, könnte es sein, dass jemand dir was in die Schuhe schiebt, was dann vielleicht so aussieht, als ob du was zu verbergen hättest. Wie ist das denn? Weiß Julia? Das ist keine Ahnung, ich kenne keine Julia. Und einfach da im Bereich der Möglichkeiten mal zu spielen, die schlichtweg für jemanden, der Böses im Schilde führt, einfach auch da liegen und da mal zu schauen, was heutzutage alles tatsächlich möglich ist. Da kommt man immer tiefer in die Materie, es wird immer spannender. Hallo Lukas. Wer sind Sie? Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, wäre ich unmöglich. Die Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive. Ist immer noch sicher, dass du keine Feinde hast? Ich bezweifle, dass Sie das Opfer einer großen Intrige sind, Herr Franke. Er hat mich unter Druck gesetzt. Er wollte wissen, wo wir sind und was du vorhast. Warum sagst du mir das jetzt los? Ich will einfach mein altes Leben zurück. Und den Rest, würde ich sagen, sehen wir bei Amazon Prime.